Herzlich willkommen bei Mr. Twister. Dieses Mal zeige ich euch, wie man so einen ganz wilden Hut machen kann. Wir brauchen dafür vier Ballons. Der erste hat ein Ende von zwei Finger. Dann fangen wir mit einer Zwei-Finger-Blase an. Wir drehen die Blase. Jetzt wird die ganze Blase mit sich selber verdreht. Messen wir unseren Kopf ab. Wir drücken die Luft hier rein. Drehen eine Zwei-Finger-Blase ab. Und verdrehen die in der Mitte von unserem Hut. Einmal reindrehen und fertig. Passt. Jetzt brauchen wir drei Modellierballons. Und jeder hat ein Ende von einem Finger. Und die Luft, die pressen wir jetzt ins Ende rein. Brauchen wir die Mitte von dem Ballon. So. Wird in der Mitte einmal verdreht. Mit dem nächsten Ballon pressen die Luft wieder hier rein. Dann nehmen wir auch von dem Ballon die Mitte. Verdrehen und drehen die beiden Ballons zusammen. Jetzt nehmen wir den letzten Ballon, drücken auch wieder die Luft ins Ende, nehmen wir die Mitte, wird einmal verdreht, wird jetzt hier noch reingedreht. Jetzt nehmen wir drei verschiedene Farben, von jeder Farbe einen Ballon, und ziehen die drei hier durch den Hut, genau bis zur Mitte, und hier müssen wir jetzt alle Ballons miteinander verdrehen. Jetzt können wir die Enden nehmen, so ein bisschen flicken. So, und fertig ist unser wilder Hut. So, viel Spaß damit. Tschüss.